Gut eine Woche nachdem Bulgarien die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, besucht die deutsche Bundeskanzlerin Sofia. Angela Merkel erklärte, sie unterstütze Pläne Bulgariens, das Verhältnis der EU zur Türkei zu verbessern. Nach Gesprächen mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borissow sagte Merkel, ein geregeltes Verhältnis zwischen der Türkei und der EU sei erforderlich. Ich möchte Bulgarien auch ganz herzlichen Dank sagen für seinen Außengrenzenschutz. Das ist eine große Aufgabe, gerade an der bulgarisch-türkischen Grenze. Und Deutschland unterstützt Bulgarien, Frontex unterstützt Bulgarien und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Aber die Hauptarbeit muss hier geleistet werden und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Borissow regte ein Gipfeltreffen zwischen der EU und der Türkei an. Zu Bulgariens Wunsch, dem grenzkontrollfreien Schengen-Raum beizutreten, sagte Merkel, das Thema werde sehr bald auf die Tagesordnung kommen.